Es gibt dir das Wort. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf deine Geschichte. Erstmal vielen, vielen lieben Dank für eure Einladung. Es war wirklich sehr, sehr kurzfristig. Aber in dem Wochenende hat einfach alles gepasst. Und da habe ich natürlich sofort zugeschlagen. Wenn ich die Chance habe, nur die Ehre zu geben, dann werde ich das tun. Und ich habe heute Mittag, wo ich angekommen bin, auch im Seehaus, mir das mal alles anschauen können. Ich habe ein paar Jungs kennengelernt vom Seehaus und muss sagen, die Arbeit, die dort oben geleistet wird, das ist mal ganz, ganz großes Kino. Und ganz, ganz feine Jungs da oben. Ich finde es einfach mega, was ihr tut und dass ihr einen neuen Weg aufzeigt, den die Jugendliche, die junge Erwachsene gehen können. Es ist einfach großartig und ich habe mich da mit den Gesprächen mit den Jungs, habe ich mich da auch ein Stück weit wiedergefunden. Und in die Geschichte meines Lebens möchte ich euch heute einfach mit reinnehmen. Ich bin Olli, 51, ich bin in einem streng katholischen Elternhaus groß geworden, bin das jüngste von 4 Kindern. Das Elternhaus war sehr behütet. Man hat mir quasi alle Arbeiter abgenommen daheim, weil ich war als Kind schon immer so ein bisschen Querschläger, so ein bisschen schusselig und Straßwege, Geschirrspüle oder was er mir aufgetragen hat. Das war also, mehr schlecht gerecht, aber okay. Ich war eigentlich mit allem versorgt, was man sich von Eltern wünschen kann. Nur eins hat gefehlt, so Wertschätzung immer wieder mal ein bisschen. Ich weiß, dass meine Eltern mich geliebt haben und noch lieber. Aber ich habe das nicht so oft zu hören gekriegt oder man hat auch nicht so oft gesagt, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich, das hast du toll gemacht. Und ich habe das dann erst später verstanden, meine Eltern kommen aber aus der Generation, die haben den Krieg noch live miterlebt. Ganz schwieriges Thema, über viele Rede, ganz schwieriges Thema in der Generation. Und da habe ich gemerkt, da fehlt mir irgendwie was und habe Aufmerksamkeit gesucht, habe Wertschätzung gesucht. Mein Problem war auch noch, ich war immer der Kleinste und immer der Schmächtigste. In der Schule war ich immer das Opfer. Ich wurde immer gemobbt, wenn es darum ging, jemanden schlecht zu machen, jemanden lächerlich zu machen. Oder jemand zu verprügeln, dann hat man mich genommen, weil ich habe eh nichts entgegenzusetzen gehabt. Ich war gerade so ein ganz kleiner Dünnerstapel. Das ging weiter in der Hauptschule, selber in Grün. Ich war Mobbingopfer. Habe immer wieder Schläge bekommen, Beschimpfungen, Beleidigungen. Man hat mich getreten, man hat mich bespuckt, man hat mich lächerlich gemacht. Und das hat mich tief zerrissen. Ich bin, wie gesagt, in einem streng katholischen Elternhaus groß geworden. Ich habe viel vom Glauben mitbekommen. Habe auch als Kind eine Zeit gehabt, wo ich Gott ganz, ganz arg gesucht habe. Aber ich habe keine Antwort bekommen in der katholischen Kirche. Je mehr ich mich angestrengt habe, umso weniger Antworten habe ich eigentlich bekommen. Ich war 11 Jahre, bin ich dran und durfte an der Gottesdienste mitwirken. Naja, immer wieder mal sehr zum Leidwesen der Pastore, also auch da war ich irgendwie schon sehr eigen, sehr quirlig, sehr, ich war auch sehr humorvoll, auch wenn es in der Kirche nicht angebracht war. Und ich war schon immer der Quatschkopf. Und das hat bei mir in der Kirche auch nicht halt gemacht. Eigentlich habe ich die erste katholische Feuershow veranstaltet. Das war echt phänomenal. Und zwar kennt ihr bestimmt dieses Weihrauchfass, das ist ein besonderer Gottesdienst, der zum Einsatz kommt. Da kommt glühende Kohle rein, dann wird Weihrauch drüber gezettelt und dann glüht es so ab und dann gibt es halt Weihrauch. Das riecht toll, macht man da hohe Feiertage so. Und da ich in der Schule ein bisschen in Physik aufgepasst habe, war mir klar, okay, Glut kann nur am Leberkalte werden, wenn da viel Luft drankommt. Jetzt musste man das Weihrauchfass immer so andächtig schwenken. Da habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt mehr schwenke, dann kommt ja mehr Luft dran, dann glüht auch die Kohle mehr, das heißt, es raucht mehr. Und das habe ich dann an Weihnachten gemacht.
Und habe mir gedacht, wenn ich jetzt ganz viel Luft dran habe, dann muss ich doch nur Looping drehen. Dann kommt so viel Luft dran, dann raucht man das Ding richtig vor sich hin. Und es war echt beeindruckend. Es gab so ein richtiger Glühen da drin, aber der Pastor fand es nicht so witzig. Also die Zeit war noch nicht reif für eine katholische Feuershow, man hat es noch nicht verstanden. Ja, so war ich halt immer, obwohl ich auf der einen Seite immer glücklich wurde, habe ich auf der anderen Seite auch immer ganz viel Blödsinn im Kopf gehabt und habe so halt mein Ding durchgezogen, so gut es gegangen ist. Ich war einer von den Typen, die nie in einer festen Clique waren, die keiner gemocht hat. Und diese Typen, die keiner mag, die treffen sich irgendwann zwangsläufig in die Schule, in der Freizeit und bilden eigene Clique. Und wir wandern über die schräge Clique. Ich hatte ganz viel Blödsinn im Kopf. Ich genoss dann innerhalb der Clique, also glaube ich, so Schutz. Ich war immer so leicht angreifbar. Aber ich war immer noch der Kleinste, der Schmächtigste. Ich war immer noch innerlich zerbrochen. Kein Selbstwertgefühl, kein Rückgrat, kein Selbstvertrauen. Wer bin ich? Was mache ich hier eigentlich? Oft war ich sehr verzweifelt und ich weiß noch, als Kind habe ich mal auf der Schrank mit Edding draufgeschrieben, ich will sterben. Dieses ganze Mobbing, das hat mich so fertig gemacht, dass ich so verzweifelt war, dass ich oftmals eigentlich gar nicht gewusst habe, warum bin ich eigentlich hier? Wenn ich jetzt tot wäre, wen würde es interessieren? Keine Sache. Ich kam in die Berufsschule, habe meine Ausbildung gemacht zum Maurer und als in der Ausbildung, wenn du Maurer lernst, tragst du viel Gewichte, extrem viel. Und aus dem Spargel wurde auf einmal ein kräftiger junger Mann, habe ich aber gar nicht gemerkt. Tief in den Mühe, habe ich immer noch gedacht, ich bin schwach, ich bin klein, ich kann nichts, ich bin nichts, das wird nichts. Das war mein Gefühl, das ich in mir getragen habe. Und dann gab es mal wieder so eine Situation, dass in der Berufsschule, auch dort ist Mobbing weiterging. Ich war im Schulhof, 5 Jungs auf mich los und habe mich wieder begonnen zu drangsalieren, habe mich wieder hin und her geschubt. Und irgendwie hat es Klick gemacht und die Sicherung ist komplett rausgeflogen. An die Situation kann ich mich nicht mehr erinnern, das war ein totaler Blackout, ich habe mir das später erzählen lassen. Die Jungs sind auf mich los und in meiner Panik, in meiner Verzweiflung und in meiner Angst habe ich alle 5 Jungs klar gemacht. Ich habe die grüne und blaue Stange. Und als die alle im Boden gelegen waren, gebündelt haben, bin ich abgehauen. Einen Tag später komme ich in die Schule und jeder geht mir aus dem Weg und ich habe mir gedacht, was ist heute los? Dann hat mir die Geschichte erzählt. Da habe ich Ruhe gehabt. Ab diesem Tag habe ich Ruhe gehabt. Hat mich keiner mehr bespuckt, keiner mehr angelangt. Und ich habe meinen Faust angeguckt und habe mir gedacht, wow, ich bin gar kein Opfer mehr. Ich kann mich jetzt wehren. Anstatt, dass es aber in ein gesundes Gleichgewicht gekippt wäre, ist genau ein Schlag ins Gegenteil. Ich war in kürzester Zeit schlimmer wie alle anderen, die mich immer gemobbt haben. Ich habe mir den ganzen Frust, meinen ganzen Schmerz, die ganze Enttäuschung, habe ich mir von der Seele geprügelt. Mir waren die wilde Clique, mir waren alle so drauf. Gewalt ist keine Lösung, aber es hilft ungemein. Das haben wir praktiziert. Dazu kam Heavy Metal, Rockmusik, war genau meins. Wild, laut, schräg, hammergeil, hammergeile Partys. Dann kam der Alkohol dazu. Mit Alkohol macht es wieder unheimlich Spaß. Habe ich mir gedacht, geil, wird abgefeiert. Wir waren so die richtige Rabauke-Clique. Und keiner wollte eigentlich mit uns was zu tun haben. Innerlich war ich gestärkt. Ich habe für mich immer mehr nach jeder Schlägerei mehr, die ich gewonnen habe, habe ich gemerkt, jetzt geschehen. Jetzt bringe ich dir den Respekt in Weg. Jetzt greift dich keiner mehr an. Und noch die Clique dazu, wer will mir was? Ich bin der König der Welt, habe ich gedacht. Dazu kam übermäßiger Alkoholkonsum bis hin zur Alkoholsucht.
Dann kam eine Droge ins Spiel, Droge können zu. Wir haben mehr geraucht am Wochenende, wie manche in einer ganzen Woche. Das Leben wird teuer. Als Maurerlehrling verdient man jetzt nicht so gut. Wie finanziert man den ganzen Scheiß? Beschaffungskriminalität, Einbruch, Diebstahl, Körperverletzung. Wir haben uns genommen, was wir gewollt haben. Wir sind durch wie die Besserin. Keine Gnade, nicht zurückweichen. Wir bleiben stehen. Egal wer uns gegen uns ist, wir machen sie alle platt. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie mein Leben immer mehr und immer schneller den Bach runtergeht. Ich habe immer noch zu Hause gewohnt. Meine Eltern waren verzweifelt. Meine Geschwister ratlos. Meine Eltern haben viel für mich gebetet in der Zeit. Weil sie einfach keine Antwort mehr gehabt haben. Sie haben keinen Zugang mehr zu mir gehabt. Sie waren immer noch liebevoll zu mir, haben Gespräch gesucht. Ich habe das geblockt, bin gegangen. Bin wieder zu meinen Kumpels, weiter saufen, weiter rauchen, weiter prügeln, weiter klauen. Bis zu einem Tag, an dem ich einen Spiegel vorgehalten bekommen habe. Ich hatte eine Kugel, ähnlich wie die aus Baumwolle. Und da war ein Patch nach dem anderen drauf von Guns N' Roses. Guns N' Roses, das war meine Band. Meine Heavy-Metal-Band und ich wollte immer werden wie Axl Rose. Axl Rose war frei, der war wild, der war laut, der hat Party gefeiert und ich habe mir gedacht, oh wow, das ist mein Idol, so will ich werden. Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Naja, Drugs und Rock'n'Roll, das hat super funktioniert, nur mit dem Sex da. Ich habe nie eine Frau abgekriegt. Ich weiß nicht, was ich verkehrt gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Ich bin in den Genussstil gekommen. Und aber eine Sache, die von meinem Elternhaus hängen geblieben ist, war einfach die, dass man mit Frauen freundlich, höflich und respektvoll umgeht. Und das habe ich im größten Drogenrausch sogar noch gewusst. So tief war dieser Wert, dieser Umgang mit Frauen. So tief war der Exzess durch mein Elternhaus. Und während mein Kumpels jedes Wochenende ein anderes Mädchen irgendwie abgeschleppt habe, habe ich mir gesagt, nee, das mache ich nicht. Das kann ich nicht. Ich kann Frauen nicht behandeln, die steht viel. Das geht gar nicht. Und ich lerne diese Frau kennen, die mir die Patches auf die Kutter genäht hat, weil mein Bruder hat es dann drauf gemacht, also musste ich mir jemand suchen, der es für mich macht. Dann kam ich zur Henriette. Henriette hatte eine Nähmaschine gehabt und die hat sich bereit erklärt, mir diese Patches auf die Kutte zu nähern. Ich habe mir gedacht, okay, nein. Was ich nicht gewusst habe, diese Dame war aktiver Christ in einer evangelischen Freikirche. Und die hat begonnen, während ich auf der Patch gerade habe, von Gott zu erzählen. Ich habe mir gedacht, wo bin ich hier dran? Ganz schwieriges Thema. Katholische Kirche, Glaube, nee. Gott, nee. Nee, meinte ich. Aber sie hat immer wieder von Gott erzählt. Ich kam immer wieder mit einer neuen Patch und ich habe genau gewusst, oh Kacke, Alter. Ich will doch nur den Patch auf der Kutte. Jetzt kommt wieder kurz Predigt. Ich möchte es nicht. Ich möchte diesen Gott nicht. Das ist so schlimm, dann heilig. Da kriegst du nur dicke Regeln aufgepumpt und das musst, und das musst, und das musst, und das musst. Alter, da ist gar nichts los. Kein Panik, kein gar nichts. Ich will das nicht. Ich habe wieder neuer Patch gehabt. Sie hat wieder begonnen, von Gott zu erzählen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ein Patch ist auch gut in der Größe. Also bitte. Wie lange geht das? 10 Minuten, Viertelstunde? Maximal. Unter 45 Minuten bin ich bei der Frau nicht rausgekommen. Die hat so langsam eingefädelt, die hat so langsam genäht, nur damit sie einfach mehr Zeit hat, mir von Gott zu erzählen. Das war unheimlich nervig. Das Beeindruckende war aber, irgendwie hat die ganz anders von Gott erzählt, wie sich von der Kirche gekannt hat. Die hat von Liebe von Gott erzählt, macht ihr sei das ein nettes, okay, aber ich will den Mann nicht. Die hat von der gnädigen Gott erzählt. Vergebung? Was gibt es bei mir zu vergeben? Andere sind doch genauso. Ja, brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. Sie hat immer wieder damit angefangen.
angefangen und immer wieder damit angefangen, bis das Ganze begonnen hat, in mein Herz zu arbeiten. Aber ich wollte es nicht, ich habe Gott immer noch abgelehnt. Dann habe ich mir gedacht, das gibt es nicht, das muss irgendwie wegzukriegen sein. Ich will dieses Gottesgeschwätz immer hören, ich möchte es schon gar nicht spüren, ich habe gemerkt, es macht was mit meinem Herz. Also, noch mehr Drogen, noch mehr Alkohol. Da bist du so knüller, da hörst du nichts mehr von Gott. Alles ist geil. Ich war auf der Party, noch mehr Drogen, noch mehr Alkohol. Ich war völlig fertig am Lagerfeuer gesessen. Das war, wie wenn Jesus neben mir sitzt, mich anstrahlt, mir auf die Schulter klopft und sagt, hey Digga, du kannst trinken und rauchen, so viel du willst. Ich bin immer noch hier und ich lasse dich jetzt auch nicht mehr gehen. Ich will dich. Ich habe gedacht, der Gott ist echt nervig. Der ist noch nerviger wie die Frau, die man immer von Gott erzählt. Aber irgendwie hat mich das Thema doch nicht losgelassen. Und dann bin ich wieder mit meinem Patch zur Henriette. Und dann habe ich die richtige Frage gestellt. Was hat es mit dem Jesus und mir zu tun? Wie kriegt man das zusammen? Was bedeutet das für mich? Ich möchte jetzt mehr darüber wissen. Und dann hatte ich die volle Aufmerksamkeit von Henriette. Ich habe sonst immer geguckt, immer. Und dann habe ich aber gefragt, erklär mir es, was läuft hier? Und dann hat sie dir gesagt, dass Jesus eigentlich im Himmel war. Aber er hat uns alle erschaffen, jeden einzelnen von euch. Und er war so scharf drauf, mit uns zusammen zu leben, dass er der Himmel, das Paradies, wo er alles gehabt hat, alles verlassen und wurde Mensch, weil er mit uns Gemeinschaft hat. Er hat uns gezeigt, wie man Leben führen soll. Er hat uns echt krasse Regeln mitgegeben. Wirklich sehr, sehr gute Regeln. Hat uns das vorgelebt, nicht nur vorgepredigt, er hat es vorgelebt. Und er hat sogar die Strafe für uns, die wir verdient haben, hat er getragen. Er hat es schon bezahlt am Kreuz. Und wenn wir diese Geschichte glauben können und wenn wir dieses Geschenk annehmen können, dass er meine Strafe getragen hat, die ich verdient hätte, dann bist du Christ. Und dann wird sich in deinem Leben was tun. Hab mir gedacht, okay. Klingt nicht ein bisschen spooky. Aber ich war an einem Punkt, wo ich bemerkt habe, wenn die Bibel recht hat, habe ich ein ganz großes Problem. Ich war mit meinem Leben mittlerweile echt mit dem Rücken an der Wand. Alkoholabhängig, drogenabhängig, schwerkriminell, hochaggressiv, eigentlich nicht mehr gesellschaftsfähig. Ich habe es geschafft, durch meine stolze, arrogante, gottsmäßige Art am Rand der Gesellschaft zu sein. Und da habe ich begriffen, irgendwas muss ich ändern. Und Gott hat mir klar aufs Herz gelegt, wenn du so weitermachst, gebe ich dir kein Jahr mehr, dann bist du tot. Und das hat mir schwer zu denken gegeben. Ich habe immer gedacht, ich bin der König der Welt. Ich bin der Respekt genießt von anderen Menschen. Wenn ich auf die Feste komme, dann bin ich wer. Die Leute haben Panik vor mir gehabt, Angst. Woher der Olli kommt? Wahrscheinlich hat er wieder sein Schlachtermesser dabei. Wahrscheinlich trinkt er wieder, raucht wieder, dann eskaliert es wieder. Angst, panische Angst haben die Leute vor mir gehabt. Und ich habe mir gesagt, so geht es nicht weiter. Weil ich gespürt habe, dass Jesus was mit meinem Herzen macht. Und ich habe im Frühjahr 93 mein Leben Jesus gegeben. Man hat mit der Henriette und dann Pastor aus der evangelischen Freikirche einen Termin ausgemacht. Der hat mir das nochmal erklärt anhand der Bibel, was jetzt passiert, wenn ich mein Leben Jesus gebe. Und das Beeindruckende war, dieser Geistliche, dieser Pastor dieser evangelischen Freikirche war der erste Geistliche in meinem Leben, der mich gefragt hat, ob ich das möchte. Es war meine Wahl, meine Entscheidung. Und das hat mich vorher noch nie mehr jemand gefragt, ob ich das möchte. Und ich habe mich dafür entschieden. Ich habe gesagt, ja.
Ja, Jesus, wenn es dich gibt, ich möchte glauben. Und Jesus, ja, ich schenke dir jetzt mein Leben. Und ich bitte dich um Vergebung für all die Kacke, die ich gebaut habe. Und das ist aber echt verdammt lange Latte. Und wenn du dann meinst, du kannst mit meinem verdummbeutelten Leben noch was anfangen, ey, weißt du was? Ich wünsche dir viel Spaß damit. Da hast du mein Leben. Mach doch, was du willst. Du hast meine Erlaubnis. Ich habe später von vielen Geschwistern, Christen, habe ich dann gehört, am Tag ihrer Lebensübergabe an Jesus, da waren die so happy, so frei, so glücklich. Bei mir war gar nichts. Da war überhaupt nichts. Ich bin aus der Wohnung raus, wie ich rein bin, und habe mir gedacht, super, das bist du. Wow, Party oder was? Was läuft jetzt? Was kommt jetzt? Keine Ahnung. Und ich habe mir gedacht, naja gut, ich habe auch schon direkt danach Gedanken gekriegt. Da drin hast du dich jetzt echt zum Affe gemacht. Naja gut, hast halt gemacht, fertig, egal. Aber das kommt. Bin weiter zu meinen Freunden, ich bin weiter auf die Partys. Ich habe gedacht, ich mache irgendwie alles ganz normal weiter. Nach 3 Monaten spricht mich ein Freund bei mir mal wieder so eine wilde Party an und guckt mich an und sagt, Olli, was stimmt mit dir nicht? Dann sage ich, wie, was stimmt mit mir nicht? Ist alles okay, wir hocken da, geile Mutter, geile Party, alles geil. Und er sagt, mit dir stimmt was nicht. Du hast andere Augen gekriegt. Dann habe ich nicht mal geguckt, habe ich gesagt, was, Alter, Digga, hast du wieder geraucht oder was? Nee, Olli, noch nichts. Du hast andere Augen gekriegt, du bist anders, du guckst anders. Der hat es gespürt. Der hat es gesehen, dass Gott begonnen hat, mich von innen raus zu erinnern. Ein paar Wochen später, ganz beiläufig, habe ich gemerkt, dass ich kein Alkohol mehr trinke. Ich musste immer den Dosenschrott aus meinem Auto rausräumen, weil da immer die leere Bierdose drin war. Mindestens einmal in der Woche. Und ich habe gemerkt, ich habe schon lange keinen Dosenschrott mehr raus und habe überlegt, wo war ich gestern? War ich bei meinem Freund? Habe ich da was getrunken? Nein. Wo war ich vorgestern? Wo war ich vor 3 Tagen? Ich bin zurückgekommen bis zu einer Woche. Eine Woche ohne Alkohol. Und ich habe sofort auf meine Hände geguckt, die waren völlig ruhig. Und dann war ich sehr aufmerksam. Dann habe ich hochgeguckt und gesagt, hey, machst du da gerade was? Und so eine Stimme, die mir ins Herz gesprochen hat, hat dann gesagt, hey, du hast mir doch deine Erlaubnis gegeben, dass ich dein Leben nach meinem Plan verändern darf. Also, was beschwerst dich? Entspann dich. Es wird noch viel besser, was noch kommt. Und da war ich auch fest. Dann war ich richtig neugierig und dann genoss Gott meine volle Aufmerksamkeit. Und so ging es in einem Stück weiter, wo Gott in mein Leben weitergearbeitet hat, ohne dass ich irgendwas machen musste. Nach 1,5 Jahren war ich ein völlig anderer Mensch. Alkohol sucht weg, Drogen sucht weg, Kriminalität weg, Aggressivität weg. Ich habe mein Leben komplett aufgeräumt. Ich habe alle T-Shirts, alle Poster, alle CDs, alles, was ich an Rockmusik gehabt habe, alles, was mich vorher so hochaggressiv gemacht habe, ich habe das alles weggeschmissen. Ich habe es verbrannt, versenkt im Wald rein, weg von mir. Ich habe gesagt, ich kann damit nicht mehr umgehen. Meine Freunde haben mich alle im Stich gelassen, weil sie gedacht haben, jetzt dreht er in die andere Richtung durch, jetzt sogar irgendwo bei der Sekte, wird ausgenommen, ihr Weihnachtsgang ist und vollständig bezahlt und rennt rum mit diesem Jesus-Geschwätz. Total irre, der Typ. Aber nach 1,5 Jahren habe ich gemerkt, Gott hat aus mir ein völlig neuer Mensch gemacht. Und da habe ich begriffen, was Gott durch Jesus eigentlich schon immer wollte. Es war nie Gottes Anspruch, dass wir es für ihn leisten. Was können wir mehr leisten, wo Gott bereit ist? Er hat den Planet erschaffen, er hat jeden Menschen erschaffen, die Tiere, die Bäume, alles hat er erschaffen. Was kann ich, kleiner Fisch, tun, wo Gott beeindruckt ist? Nichts. Jesus ist auf die Erde gekommen, um für uns was zu machen. Das war sein Anspruch. Und wenn man diesem Jesus mal vertraut, da passieren Sachen, die kann man nicht erklären. Ich habe so viele Dinge erlebt, die man einfach nicht erklären kann. Ich habe geheiratet, ich habe 2 großartige Kinder gekriegt,
Ich habe ein christliches Leben geführt. Ich war immer noch laut, immer noch wild, immer noch schräg, aber jetzt auf eine gute Art. Während die anderen auf der Partys Alkohol getrunken haben, habe ich mir Kaffee reingeschüttet, literweise Kaffee. Hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Meine Frau hat mich manchmal auf die Partys begleitet. Und ich habe gedacht, das Leben als Christ, es läuft einfach sauber und problemlos. Bis der Tag der Tage kam, ich habe viele Prioritäten falsch gesetzt. Ich habe ganz viele Fehler gemacht in meiner Ehe. Und es war zum Glück keine andere Frau im Spiel. Scheidung. Und ich habe mir gedacht, wow, cool. Ich habe mir alles vorstellen können, aber nicht, dass ich geschieden bin. Ich habe meine Frau über alles geliebt. Aber ich habe ganz viele Fehler gemacht. Wieso kam es zur Scheidung? Das hat mich völlig weggebeamt. Ich war ein halbes Jahr psychologischer Betreuung, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Diese Stille, dieses Alleinsein. Und auch da war Gott. Und hat mich echt am Arsch in Krage gepackt und aus diesem Loch rausgedrückt. Ich habe 2008 einen Motorradunfall gehabt, den man gar nicht überleben kann. Ich bin auf den Weg aufgefahren, über den Lenker abgestiegen und habe mir den Schädel an einem Bordstein eingeschlagen. Die Polizei der Unfallstelle hat mich sofort aufgegeben. Ja, da überlebt die Nacht jeder. Schicht im Schacht. Eine Woche später habe ich sie angerufen und gesagt, hey, servus, Adi, ja, ich bin wieder daheim, yeah, mir geht's gut. Dem Polizisten ist hier der Hörer aus der Hand gefallen. Links Schädelbasis angebrochen, erster Halswirbel an der dünnsten Stelle, quer ein Haares. Das ist medizinisch wie physikalisch unmöglich. Man hat mich an der Stelle dreimal gerannt, weil sie nicht glauben konnte, was sie da sehen. Wirbel 2 bis 4 gestaucht, zicker Brustwirbel gebrochen, schwere Lungenquetschung. Nach 3 Tagen hat man mich aus der Klinik entlassen. Die Ärzte haben mich gefragt, aber Tobi, wir verstehen es nicht, was läuft hier. Dann habe ich es ihnen gesagt, mehrfach. Ihr erlebt ein Wunder Gottes live und in Farbe. Ja, kapiert es bloß, ihr kriegt es nicht in euren studierten Schädel rein. Weil alles, was ihr nicht erklären könnt, das findet für euch nicht statt. Ihr seid sowas von zu. Ihr seid so zustudiert, dass ihr gar nicht mehr erkennt, was Gott tut. Wenn euer Latein aufhört, beginnt das Latein von Gott erstmal richtig. Das sind Sachen, das haben andere Menschen miterlebt. Das kann man kein Theologe kaputt quatschen. Das haben Leute miterlebt, die nicht im Glauben sind, aber die gesagt haben, das muss Gott werden. Anders geht es gar nicht. Ich habe 2014 mit meinem besten Freund Newborn Bikers gegründet. Wir sind, damals waren wir zur Gründung 2 gläubige Rocker. Ich bin Rocker, Biker, ich liebe die Freiheit, liebe zum Motorradfahren. Wir haben die Rocker einfach auf dem Herz gehabt, weil es ganz feine Jungs sind. Wenn man jemand persönlich kennenlernt und mal die Medien auslässt und mal die Geschichte, die offiziell breitgetreten werden, mal außer vor lässt und man lernt die Jungs kennen, das sind ganz feine Jungs. Das sind ganz tolle Menschen. Und Gott hat uns die einfach aufs Herz gelegt und hat gesagt, Mensch, ich möchte, dass ihr beide da hochfahrt, dass ihr die Leute kennenlernt, dass ihr Vertrauen kriegt, weil ich liebe die Rocker halt auch. Und ihr müsst mir sagen, dass ich, Jesus Christus, diese Menschen liebe und dass ich auch für ihn dabei bin. Da habe ich mir gedacht, okay, ich hoffe, du weißt, was du tust. Du kennst die Geschichte mit der Rocker. Ich habe mir gedacht, weißt du was, gut dabei gefischt, wir probieren es jetzt einfach. Mittlerweile sind wir 7 gläubige Rocker und sind im großen Umkreis in und um Karlsruhe bei jedem Rockerclub willkommen. Wir werden einklagen zur Motorradsegnung, wenn sie wollen, das Segen von Gott auf der Anfang der Motorradsaison. Keiner von denen glaubt an Gott, aber sie wollen das Segen haben. Ist klar, Anna, sie glauben nicht an Gott. Aber Gott sieht den Funken im Herz. Gott sieht die Geschichte der Hitler. Das ist das Beeindruckende. Wir waren gestern bei einem Motorradclub in Karlsruhe eingeladen zum Saisonabschluss.
Und was man dort erlebt habe, das war einfach nur unglaublich. Wir haben Gespräche geführt mit Rockern. Wenn man die auf der Straße sieht, wechselt man die andere Straßenseite. Weil sie so furchterregend aussehen. Aber die haben so ein gutes Herz. Wir haben Gespräche geführt über Gott. Wir haben Rat geben können, in Situationen einreden können, wo Menschen echt verzweifelt sind. Und mitten im Clubhaus, während der Party, während der Rockmusik, durfte man für zwei Personen beten, Arm in Arm, und haben mitten im Clubhaus gebetet. Und das hat den Vizepräsidenten von der Motorradclub so beeindruckt, dass er gesagt hat, Olli, nächstes Jahr zur Motorradsaisoneröffnung möchte ich, dass ihr kommt und dass ihr uns das Segen zusprecht für das kommende Motorradjahr. Das Interessante ist, der Vizepräsident von diesem Motorradclub ist Moslem. Gott ist ein echter kleiner Taliban. Der rollt das Feld von innen auf. Der schickt uns mitten rein in den Haufen. Und dann machen wir doch klar schief mit der Hilfe Gottes. Und dürfen einfach den Menschen dienen. Und das ist so großartig. Ich habe Dinge erlebt mit Gott, die sind so unbeschreiblich. Genauso wie die Geschichte, dass ich heute hier stehen darf. Also sowas kann man eigentlich gar nicht planen, das kann ja gar nicht funktionieren. Aber bei Gott funktioniert es. Wir dürfen rausgehen und den Menschen von Gott erzählen, so wie er wirklich ist, völlig unreligiös, aber doch so liebevoll und verständnisvoll, wie er ist. Und das ist meine große Leidenschaft, das ist eine Arbeit, die man Gott einfach aufgebürstet hat. Ich konnte früher vor mehr wie fünf Leuten reden. Ich habe keinen vernünftigen Satz über die Liebe bekommen. Und Gott hat mir aber ins Herz hineingesprochen. Ich berufe nicht die Fähigen, sondern ich befähige die Berufenen. Und du, Olli, sollst für mich rausgehen in die Rockerszene, in die Bikerszene und sollst meinen Namen groß machen und ihnen erzählen, was ich kann. Es ist nichts für Gott unmöglich, überhaupt nichts. Gott kennt keine Grenze. Und vielleicht sitzt du heute hier und denkst dir, ist eine tolle Geschichte, aber wie gehe ich es an? Was hat es mit mir zu tun? Ich habe die Bewohner vom Seehaus heute einige kennengelernt. Und Jungs, ich bin sowas von bei euch. Ich bin genau wie ihr, einer von euch. Ich bin kein Stück besser wie ihr. Ich bin nur anders. Aber ihr habt meinen allergrößten Respekt verdient, weil ihr habt echt was verstanden. Ihr macht was aus eurem Leben. Das finde ich so beeindruckend. Und deswegen feiere ich euch voll. Ihr seid echt geil. Finde ich ganz großes Kino. Und wenn ihr heute irgendwie spürt, dass da irgendwas gekitzelt hat jetzt, dass ihr merkt im Herz oder im Gedanke oder irgendwie, Mensch, ich brauche ein bisschen Hilfe, ich brauche Rat oder wie geht es? Lass es zu. Seht es mal als Einladung von Gott, der in euer Leben einsprechen will, weil mir glaube, dass Gott für jeden Menschen einen ganz besonderen Plan hat. Für mich hat er einen sehr speziellen Plan gehabt. Für andere Menschen hat er einen ganz anderen speziellen Plan. Und wenn dieser Gott in euer Herzenstür klopft, macht mal auf. Gebt ihm einfach mal ein Stück Vertrauensvorschuss. Mit Gott und mit dem Glaube ist es wie mit Wasser. Du kannst vielleicht nicht schwimmen oder vielleicht kannst du doch schwimmen, aber du musst in das Element eintauchen und gucken, ob es dich trägt. Du musst es versuchen. Als ich mein Leben Jesus gegeben habe, ich habe nicht geglaubt. Es war einfach nur ein Versuch. Und ich habe mir gedacht, entweder das klappt oder es klappt nicht. Und ich habe es nie bereut. Ich bin seit 1993 entschiedener Christ. Und ich habe auch als Christ böse Quatsch mitgemacht. Gott hat nie versprochen, dass es einfach wird.
aber er hat uns versprochen, mit ihm ist alles möglich. Jesus Christ ist my strength. Alles vermag ich durch den, der mir Kraft gibt. Und wenn du diesem Jesus ein Stück weit vertrauen kannst und du ihn einlädst, dass er mal was für dich tut, dann ist er voll dabei. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Wenn ihr heute oben spürt, da ist irgendwas, geht in euer Bett und redet einfach mal in Gedanken zu ihm. Jesus, wenn der Olli, der Spinner, recht hat, hast du auch was für mich? Ich möchte es gerne hören. Lass es mal zu. Ich bin ganz sicher, ihr werdet nicht enttäuscht. Und wenn ihr meint, euer Leben ist vielleicht gerade schwierig und warum tut Gott nichts, habe ich gelernt, Gott kommt spätestens zum richtigen Zeitpunkt. Er kommt immer dann, wenn er genau weiß, jetzt ist der Moment richtig. Gott hat mich nie enttäuscht und er hat mir das wahre Gefühl gegeben von Wertschätzung, von bedingungsloser Liebe. Gott ist lieb, Papa, die Eltern hier können das nachvollziehen. Ihr habt Kinder und eure Kinder sind manchmal echt nervig und echt schräg und vielleicht auch manchmal richtig daneben. Und ihr seid echt sauer auf eure Kinder. Aber ihr liebt eure Kinder dennoch und seid auch genauso weiter für sie da und hilft ihnen einfach auch weiter. Und so ist Gott. Gott zeigt uns ganz genau, wo manches nicht richtig läuft, aber er öffnet uns eine neue Tür und sagt, Mensch, probier mal den Weg. Ich glaube, das wird viel besser. Er schubst uns immer wieder in die richtige Richtung und ist immer bei uns. Immer. Egal, wie schwer es kommen mag. Gott ist immer an meiner Seite. Und das ist die Aufgabe von Jürgen Beigers. Unsere Berufung. Er möchte den Menschen von Gott erzählen, so wie er wirklich ist. Jeder Einzelne, der hier drin sitzt, ist kein Zufall. Ihr seid gewollt. Gott, der allmächtige Gott, wollte euch hier auf dem Planet haben. Und das nicht einfach nur so, sondern er hat einen ganz bestimmten Plan für euch. Und Gott wird sich tierisch darüber freuen, wenn ihr nach diesem Plan fragt. Und ihm einfach mal ein bisschen Vertrauen in die Wege bringt. Ihr werdet es nicht bereuen. Und ganz ehrlich, Gott hat echt Sinn für Humor. Wenn er so einen Vogel wie mich annimmt, mit meiner Geschichte, hey, dann kann wirklich jeder kommen. Jeder kann zu Gott kommen. Es gibt keinen zu schlecht, zu arm, zu reich, zu hässlich. Das gibt es bei Gott nicht. Gott liebt alle Menschen gleich, er hat keine Lieblingskinder. Er liebt den Banker, genauso wie die Putzfrau. Er liebt den Kriminellen, genauso wie den gesetzestreuen Bürger. Er liebt sie alle gleich. Aber er hat für jeden einen ganz speziellen Plan. Und das wünsche ich euch, dass Gott euch diesen Plan zeigen darf. Und dass ihr dann den Arsch in der Hose habt, das nur zuzulassen. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich bin nach dem Gottesdienst noch hier, wenn jemand noch Fragen hat oder noch Gespräch möchte oder wenn man einfach noch beten soll, dann würde ich das sehr gerne tun. Und ich danke euch, dass ihr so zahlreich zum Gottesdienst erschienen seid. Ich danke euch fürs Zuhören und ich wünsche euch allen, dass Gott euch richtig, richtig fett segnet. Vielen Dank.